Hallo und willkommen zu unserem neuesten Videobeitrag. Heute geht es dann endlich mit den Süchten weiter. Ich weiß, dass es ein bisschen gedauert hat, aber ich habe da nicht immer so Einfluss drauf. Manchmal inspiriert es mich so gar nicht und dann muss ich einfach ein bisschen warten. Auch die Sucht nach Zigaretten wird durch eine Aktivierung des Belohnungssystems ausgelöst. Also Nikotin gelangt beim Rauchen eben über die Nasen- und Mundschleimhaut und natürlich dann auch, wenn es in der Lunge angekommen ist, über die Lungenbläschen ins Gehirn. Und dort bewirkt es die Ausschüttung von Dopamin. Solltet ihr jetzt mit Belohnungssystem nichts anfangen können, ich verlinke euch nochmal das Video, in dem ich das Belohnungssystem erkläre. Also die Dopaminausschüttung, Dopamin ist ein Glückshormon, führt dann dazu, dass Wohlbefinden ausgelöst wird. Und so macht eben auch Rauchen süchtig. Und deshalb könnt ihr auch die Sucht nach Zigaretten mit dem ersten Schritt vom Hauptzentralstrom harmonisieren. Dieser Schritt hat eben Einfluss auf die Hirnareale, die unter anderem eben das Dopamin bilden. Ja, und so könnt ihr das harmonisieren. Des Weiteren ist aber die Sucht nach Zigaretten eine Sucht der zweiten Tiefe. So, und jetzt muss ich mich ein bisschen verrenken. Also ich hoffe, dass ihr das jetzt sehen könnt. Ich habe nämlich gerade kein Bild. Ihr könnt die Waden strömen. Das heißt, ihr legt eure Hände möglichst mit den Fingerspitzen nach oben auf die Waden. Am besten geht das, wenn ihr irgendwie gemütlich auf dem Sofa sitzt. Dann könnt ihr die Beine anhocken und dann könnt ihr euch schon die Waden strömen. Was natürlich noch viel besser ist, wenn ihr jemanden habt, der euch das macht. Dann braucht ihr euch nur gemütlich hinlegen. Derjenige setzt sich unten ans Fußende und hält euch dann die Waden. Das ist wirklich, wirklich schön. Gut, ihr wisst ja, dass ich Pflanzen sehr mag. Deshalb gibt es jetzt noch einen kleinen Exkurs in die Pflanzenwelt. Nikotin ist ein Alkaloid, was die Tabakpflanze herstellt, um sich vor Fraßfeinden zu schützen, also vor saugenden Insekten. Und Nikotin ist ein sehr, sehr starkes Nervengift. Ich habe jetzt nicht mehr die genaue Jahreszahl im Kopf. Ich glaube, sie war 2009, war der Tabak Pflanze des Jahres. Ach ja, da steht's. In den 70er Jahren ist Nikotin schon als Pflanzenschutzmittel verboten worden. Also ihr könnt euch ja leicht vorstellen, wenn die Pflanze, die Tabakpflanze eben das Nikotin produziert, um sich vor Fraßfeinden zu schützen, dann funktioniert das natürlich auch, wenn wir es über unsere Pflanzen im Garten sprühen. Und im Internet kursieren, obwohl ja das Nikotin offiziell eben als Pflanzenschutzmittel verboten ist, immer noch Rezepte, wie man sich aus Tabak solche Spritzmittel herstellen kann. Seid bitte vorsichtig, wenn ihr sowas macht. Nikotin ist ein tödliches Gift. Und weil wir gerade bei tödlichem Gift sind, da fällt mir natürlich Agatha Christie ein und ihr Roman Nikotin. Und ich habe ein bisschen recherchiert. Agatha Christie war in jungen Jahren Apothekenhelferin oder irgendwie sowas, Apothekengehilfin in einer Krankenhausapotheke und hat sich in der Zeit ein unglaubliches Wissen über Gifte angeeignet. Und es gibt ein, wie ich finde, bisschen makabres, aber nichtsdestotrotz ganz nettes Zitat von Agatha Christie. Sie sagt: Ich kenne mich nicht aus mit Pistolen und Revolvern. Deshalb werden meine Figuren mit einem stumpfen Gegenstand oder besser noch mit Gift umgebracht. Gift ist raffiniert und sauber und wirklich aufregend. Ich glaube nicht, dass ich eine grässlich entstellte Leiche ins Antlitz schauen könnte. Ja, also jetzt habt ihr gelernt, dass man, wenn man solche erfolgreichen Bücher wie Agatha Christie schreiben möchte, einfach auch ein bisschen anders gestrickt sein muss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Liebe.